Hallo und herzlich willkommen zu unserem Grömitzurlaub. An einem Tag machten wir einen Ausflug nach Scharbeutz. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Hier auf der Promenade kann man wunderbar gehen, denn die Fahrräder haben einen anderen Bereich. Und auch viele Spielmöglichkeiten sieht man hier für Kinder und Jugendliche. Man kann hier sogar Dünengolf spielen. Die Strandkörbe sind noch ziemlich leer. Ja, mit 10 Grad Lufttemperatur ist es auch noch recht frisch heute Morgen. Ich denke, dass heute Nachmittag aber so einige Gäste kommen werden. Man findet hier auch überall Sitzmöglichkeiten. Im Hintergrund sieht man schon das Seaside Hotel. Hey, an dieser Stelle könnte dein Kanal besonders empfohlen werden, wenn du Kanalmitglied bist. Auch in meiner Videobeschreibung wäre dann ein Link von dir. Auch mein extra produziertes Video erfolgreich mit YouTube kannst du dir dann anschauen. Aber nur, wenn du willst. Hey! Hier das Seaside Hotel von hinten und dann kommt doch zufälligerweise eine Bimmelbahn vorbei.
Wir befinden uns im Zentrum von Scharbeutz und hier gibt es wirklich viele Geschäfte und auch viele Restaurants. Auf der linken Seite von dem Brunnen befindet sich die Eisdiele Mario. Da sind wir erst einmal eingekehrt. Weiter unten gibt es dann noch einen kleinen Park. Dann ging es noch einmal Richtung Strand. Da wird übrigens eine neue Seebrücke gebaut. Die Strandkörbe sind noch alle leer, aber wir waren einmal im August hier und kriegten nicht einen einzigen Strandkorb mehr. Alles belegt. Und dann machten wir uns auch so langsam wieder auf den Rückweg. Und dann noch ein paar Aufnahmen aus dem Auto heraus. Es ging Richtung Sirksdorf und dann wieder zum Heimathafen nach Grömitz zurück.
Zum Schluss gibt es wieder ein paar schöne Fotos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst gerne den Daumen hoch und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst gerne auch ein Abo da. Ich würde mich darüber sehr freuen. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.